Also hier wollen wir mal kurz zeigen, was man mit diesen Jahrgang weicher Mirobolane macht. Die sind so alle ziemlich leicht zu zerdrücken. Kann man natürlich den Kern leicht rausnehmen, was auch schon ein bisschen Matscherei ist, aber die Kerne braucht man ja nicht mit so durchzuquetschen. Das gleiche kann man auch, wenn man Amla und Arura vermischen will, auch mit den Aruras machen, die sich auch leicht öffnen lassen. Da ist der Kern allerdings schon etwas schwieriger zu entfernen, da bleibt sehr viel dran hängen. Also wir nehmen jetzt erstmal nur die Siodora, die auf Indisch Amla, Amlika, Amala heißen, macht diesen Kern raus und gibt das Ganze dann in ein Sieb. Und um das Ganze nicht zu langwierig werden zu lassen, mit so einem geknickten Mörser, wenn man sowas hat, kann man das dann einfach durch das Sieb drücken. Und wenn man keinen solchen Mörser hat, kann man natürlich auch einen ganz normalen Esslöffel nehmen und das schön da durchstreichen. Und dann bekommt man hier diese fertige Paste, die man dann ganz leicht abheben kann. Die hält sich auch ein paar Tage im Kühlschrank. Wird sogar noch leckerer, wenn es ein bisschen trockener wird, oder? Okay. Das war's schon.